Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel. Ach Quatsch, das wisst ihr ja, aber wer sitzt neben mir? Neben mir sitzt der Flo von Flomp89. Hallo. Wir haben uns heute zusammengetan, um uns mit unseren Uhren zu überraschen und ein paar andere Videos zu drehen. Den Anfang macht der Flo. Die Planung ist, die Idee ist, dass er sich 5 Uhren von mir anschaut, die ich ausgesucht habe, und seine Meinung dazu sagt. Flo, willst du anfangen? Klingt nach einem Plan. Machen wir. Soll ich mir irgendeine rauspicken? Oder gehen fangen, wir? Oder komm, wir gehen von links nach rechts, ja, oder? Vielleicht sage ich erstmal, was ich da liegen habe. Damit man das so ein bisschen im Überblick sehen kann. Das hier ist die Sinn 7563, ein auf 75 Stück limitiertes Sondermodell von Sinn, gibt es nicht mehr. Hier haben wir die Circular Pro Trail. Hier haben wir eine Mark & Sons Sports Professional. Das ist eine Archimede Classic 200. Und das ist die Laco Frankfurt GMT. Okay. Fang an, mit welcher du möchtest. Mir ist das ganz gleich. Ich gehe von links nach rechts, einfach um für mich eine Reihenfolge zu haben. Und wer mich kennt, weiß, ich gehe immer erstmal nach der Optik und dann so nach Haptik und Material und so Geschichten. Das ist im Prinzip das, wo ich eine Uhr nach für mich erstmal beurteile, bevor es dann an technische Zahlen, Daten und Fakten geht. Also ich schnapp mir mal die Sinn, ja. Mhm. Ja, also erster Eindruck, schwarz-orange, finde ich optisch super, gefällt mir. Es ist tatsächlich dunkelblau. Das dunkelblau? Das wirkte eben sehr, sehr, sehr schwärzlich, ja. Aber da habe ich mich vom Band wahrscheinlich irritieren lassen. Mach mal ein bisschen flacher, dann sieht man das besser. So, ja, doch, du hast recht, ja, noch ein Unterschied zum Band auch, ja. Nee, das finde ich auf jeden Fall eine schöne Kombi, gefällt mir gut. Größe, würde ich sagen, würde auch an mein Handgelenk passen, ja, auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ich mag Sinn sehr gerne. Wer mich ein bisschen verfolgt, weiß, ich war bei Sinn Ende letzten Jahres mal hinter den Kulissen gucken, wie es da so abgeht im Zuge einer Abholung einer Sinn. Und ja, war da auch in der Sonderausstellung. Und das waren für mich so Berührungspunkte, wo ich die Marke Sinn für mich so ein bisschen wirklich ins Herz geschlossen habe. Davor war sie für mich nicht so nahbar, nicht so auf meinem Radar. Aber von daher kann ich mich auch mit der Marke in dem Falle gut identifizieren. So rein von der Höhe, ui. Ich zeige das gerade mal. So, da. Scharf, ja. Da haben wir schon einen ordentlichen Brocken. Ach, was wird das sein? Weiß ich gar nicht. 15? 14? Ja, es sind 15, aber es wirkt deshalb so hoch, weil die Uhr halt nur 40 mm im Durchmesser hat. Ja, ja. Wenn du eine größere Uhr hast von 43, dann wirkt das nicht mehr so hoch, weil es einfach die Proportionen dann andere sind. Da hast du recht, ja. Also das ist schon grenzwertig in meinen Augen. Wäre für mich kein Ausschlusskriterium, aber tatsächlich habe ich mal vor langer Zeit eine Breitling Avenger Skyland zurückgehen lassen, beziehungsweise verkauft nach einigen wenigen Wochen tragen, weil ich einfach jeden Tisch mitgenommen habe, jede Türkante. Das war nicht so schön. Ansonsten gefällt die Uhr mir gut. Ich finde die Schriftart, die bei der 12, 3, 6 und 9 gewählt sind, wäre jetzt nicht mein Favorit, ist aber im cleaner Look und clean und technisch sind ja Sinnuhren nun mal, also das passt. Nee, von daher mein Feedback, ich mag die Farbkombi, ich mag die Größe, mit der Höhe und den Zahlen hätte ich so meine Probleme. Das Tolle an der Uhr ist, und das sieht man ihr nicht an, wenn du nur nach Optik gehst, da ist ganz viel Sinn-DNA drin. Mhm, okay. Die hat den Magnetfeldschutz, die hat die AR-Trockenhaltetechnik, das Gehäuse ist segmentiert, die hat die Temperaturresistenztechnologie, also bis von minus 20 bis plus, keine Ahnung, 60 oder sowas, ist die funktionssicher. Und wenn du die anguckst, die ist mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt und am Gehäuse siehst du nichts. Aber sowas von nichts. Zeig das nochmal ein bisschen. Der Boden ist nicht segmentiert, da siehst du leichte Ablagespuren. Ja, aber auch alles vernachlässigbar. Und das ist halt, das finde ich halt das unglaublich tolle an den segmentierten oder bei anderen gehärteten Gehäuse. Dann haben wir noch 2 andere Kandidaten auf dem Tisch liegen. Nee, aber definitiv mit der Sinn-Technologie im Rücken macht das die Uhr natürlich noch mal um ein Vielfaches attraktiver. Deswegen, man sollte auch hinter die Fassade gucken. Okay. Wollen wir Preis schätzen oder soll ich es einfach sagen? Sag mal, bei Sinn habe ich da gar kein Gespür. Also die habe ich ja vor 3 oder 4 Jahren gekauft.
Und da war sie mit zwei Bändern, also das feinwidrige Stahlband und ein Lederband, 2.650 Euro. Okay, das ist aber noch relativ fair, finde ich. Wird ja jetzt oft Preisdiskussionen bei sämtlichen Marken finden ja im Moment statt. Ja. Aber da kannst du eigentlich nicht meckern. Nee, also mittlerweile, die ist ja bei Sinn aus dem Programm genommen, sind halt die 756 komplett aus dem Programm genommen. Aber ich glaube, wenn, dann würde die jetzt auch bei über 3 liegen. Ja, würde wortwörtlich, das ist nicht bewusst gewesen, eben Sinn machen bei all dem, was sie dann natürlich mitverbaut haben. Definitiv. Nee, cool. Coole Uhr. Fand ich schon mal einen guten Start. Ich arbeite mich jetzt weiter vor. Ja, absolut. In die Richtung zur letzten, also jetzt mit der zweiten Uhr, einer Circula, eine Marke, die mir sehr wohl bekannt ist. Viele Grüße, Cornelius, an dich. Finde ich, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, wäre unter den jetzt hier liegenden mein Favorit. Ja, das okay. Kann ich jetzt schon sagen. Aber es gibt noch einen, der relativ dicht darauf folgt. Das kann ich dir dann sagen, wenn es soweit ist. Ja. Ich mag einfach den Look der Uhr, die Haptik. Und ich weiß, das weiß ich bei Circula, dass der Preis-Leistung wirklich extrem gut ist, weil die Preise im Rahmen des Erschwinglichen sind und man trotzdem jede Menge Uhr geboten kriegt. Ich finde hier die Kanten an den Seiten des Gehäuses, ich versuche das mal hier ein bisschen zu zeigen, ja, man kann es erahnen, finde ich irgendwie sehr schön, sehr attraktiv. Ich kenne mich jetzt mit der Circula-Palette nicht im Detail aus, das ist ja gerade das Reizvolle, glaube ich, an unserem Austausch heute, dass wir uns so ein bisschen in das Sammelfeld des jeweils anderen begeben. Und von daher sind da für mich, ist das jetzt schon eine Neuentdeckung, wo ich sagen würde, ja, die könnte ich auch an meinem Handgelenk sehen. Ja, ja, das ist die Pro Trail. Mhm. Und da hat der Cornelius eine Uhr rausgehauen mit Magnetfeldschutz, okay, gehärtetem Gehäuse und gehärtetem Band, ja, 150 Meter wasserdicht. Und das Stahlband, wenn du dir das anguckst, das ist auch keins aus der üblichen Box, sondern ich finde das schon sehr interessant gemacht, passt auch mit den Kanten super zu der Uhr. Sehr, ja. Also wirklich ein sehr, sehr technischer, kantiger Look. Und mit dem Stahlband kostet die jetzt aktuell, leg mich nicht auf den Zehner fest, 1069 Euro. Ja, mein Gott. Also ich meine, wir reden immer von Summen, die sind nicht unbeträchtlich, aber gemessen an dem, was man kriegt, ist das mehr als fair bepreist. Ja. Und ich habe es übrigens probiert. Du kannst ja mit den Seitenflanken nicht die Fingernägel feilen. Das sieht zwar so aus, aber es geht nicht. Also es ist kein Multifunktionswerkzeug. Nein, Mann, die Hemdmanschetten werden da sehr dankbar für sein. Nee, echt cool. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und ja, auch hier haben wir dunkel, ich sage jetzt bewusst dunkel, weil davor habe ich mich vertan, und orange, finde ich sehr, sehr schön. Was hat die im Durchmesser, weißt du das aus? 40. 40, okay, ja. Die war geplant für 38 und der Cornelius macht ja immer ein Co-Design mit seiner Community, ja, und lässt die Leute mit abstimmen. Ja. Und die Leute wollten einfach eine größere Uhr und so ist dann aus den geplanten 38 eine 40 mm Uhr geworden. Finde ich persönlich auch besser. Also 40, finde ich, ist für nahezu jeden in irgendeiner Form noch tragbar. Wer natürlich Lust auf wirklich kleine Uhren hat, der ist da raus, aber ansonsten. Und 38 für eine Fieldwatch wäre jetzt auch ja, okay gewesen. Ja, aber mein persönlicher Geschmack sind tatsächlich Uhren so ab 40. Ich habe eine Ausnahme, die habe ich auch mit, zeige ich dir dann. Aber ansonsten finde ich so 40 bis 43 ist so mein Komfortbereich, sage ich mal. Okay, ja, mein Sweet Spot liegt um die 40. Und ich habe auch größere Uhren. Ich habe jetzt auch eine 44 mm Uhr an, aber das ist dann doch echt die Ausnahme. Ja, nee, sehr, sehr schön, gefällt mir. Wir haben recht viel Farbe heute im Spiel, gell? Ja, ich wollte einfach ein bisschen Abwechslung zeigen. Ups, so. Ja, hier die Farbenfroste der Uhren, die jetzt noch kommen und schon gekommen sind. Das kann ich vorwegnehmen. Das ist die Mark & Sons Sports Professional. Das Band ist nicht original, aber okay, ich fand, das Band passt wie Arsch auf Eimer. Optimal. Das ist ein Hirsch Performance Band. Ah, die kenne ich, ja. Mit unten der Kautschuk-Geschichte, gell? Ganz genau. Ja. Wird ausgeliefert mit Stahlband, sieht auch klasse aus, aber so ist das für mich eigentlich die ultimative Sommeruhr, auch wenn wir gerade im Regen ertrinken. Ist sie denn wasserdicht mit Sicherheit? Gell? 300 Meter. Ja, dann macht dir doch der Regen auch nichts aus. Nee. Nee, super cool. Gerade an dem Band für mich ein Highlight. Ich muss sagen, am Stahlband wäre es mir fast schon wieder ein bisschen zu unscheinbar, in dem Sinne, als dass man dann
dass das Gelb so ein bisschen untergehen hat. Hier finde ich, setzt sich das natürlich super fort, ups, ich rutsche wieder aus dem Bild, an dem Band, was man im Zifferblatt schon sieht. Ich finde hier auch den Aufdruck der Zahlen sehr cool. Das ist irgendwie dynamisch. Also das hat so eine gewisse fließende Bewegung für mich irgendwie. Das ist nicht starr, sondern hat eine Dynamik. Auch die Unterschiede, dass die 12 größer ist als der Rest, finde ich optisch sehr, sehr schön. Technisch 300 Meter wasserdicht. Ich weiß jetzt nicht werkseitig, weißt du da auswendig, was da drin ist? Selita. Wird ein gutes Standardwerk wahrscheinlich sein. Gell? Also es ist kein Japan-Werk, es ist was aus der Schweiz. Selita SW200 wäre mein Tipp. Ja, das wäre doch auch eine gute Basis. Und preislich liegen die ja meistens unter 1.000 Euro, meine ich, gell? Oder? Aktuell am Stahlband 740 Euro. Ah ja, super, super cool. 42,5 im Durchmesser. Ja. Auch echt eine Marke, mit denen ich wenig Berührungspunkte hatte. Der Markus hat sie mir immer mal wieder gezeigt. Und ein Freund von mir, der hat selber eine Uhr aus der Mark & Sons Kollektion. Ich weiß jetzt aber auswendig nicht welche. Ja, aber lohnt es sich, sich mal näher mit zu beschäftigen. Ich zeig noch mal. Erinnert kurz. Die dich an irgendeine andere? So vom Zifferblatt her? Ja, die eben da war. Die Zirkula eben. Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Und ich habe markenübergreifend, auch hinsichtlich größerer Marken, vom Aufbau her an die alten Super Ocean Modelle so ein bisschen denken die müssen. Die Breitling Super Ocean 2, ja. Genau. Das war auch mein Gedanke. Ja. Gerade auch mit der farblichen Reo, die du bei Super Ocean auch hast. Genau, ja, da hatte ich mal eine in der Hand mit. Ich meine, das war auch orange-schwarz bei der Super Ocean. Da gibt es ja verschiedenste Varianten. Aber es erinnert dran, aber es trotzdem, finde ich, eigenständig genug. Also, absolut. Und wenn du auch hinguckst, die Zahlen, die Indizes sind auch erhaben, die sind nicht aufgedruckt. Mhm. Ja, das ist schon recht klasse gemacht. Ja, echt schön. Sehr schöne Uhr, gefällt mir. Vor allem für einen wirklich guten Preis. Absolut. So, wir kommen zu, wie ich finde, klassischsten der Uhren. Ja, die heißt ja auch Klassik. Das ist die Archimede Klassik 200. Als hätte ich es geahnt, ja. Finde ich schön. Ist aber die Uhr aus denen, die du hier liegen hast, die ich am, ich drück's mal böse aus, langweiligsten finde. Was nicht heißt, dass sie nicht eine Berechtigung dahingehend hat, dass man auch klassische Uhren mal trägt. Also das möchte ich da nicht absprechen. Nur wer mich kennt, weiß, bunt und ausgeflippt ist meins. Ja, ja, hier ist wie bei anderen Uhren auch, das, was die Uhr für mich interessant macht, nicht unmittelbar sichtbar. Ja. Bei den meisten Dressern hast du ja 3 oder 5 Bar. Und du weißt, dass ich gerne Uhren habe, die ein bisschen mehr haben. Ja. Und hier hat Archimede einen Dresser gebracht mit 200 Metern. Oh, okay. Und das Gehäuse ist gehärtet. Und das finde ich für einen Dresser richtig klasse, weil das macht die Uhr für mich zu einer Uhr, die ich echt immer überall tragen kann, wo ich auch nicht besonders drauf nachgucken muss. Ja. Und sie passt trotzdem locker zum Anzug. Definitiv, das ist auf jeden Fall so. Für mich hat sie so ganz, ganz leichte durch das Armband Datejust-Vibes. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da ist eine wirkliche Ähnlichkeit erkennbar. Es ist einfach so dieses Feeling, das ich habe vom Look her. Ja. Wie gesagt, gerade auch diese polierten Mittelglieder machen das für mich so ein bisschen aus. Aber das ist natürlich, bei dir sind die Uhren immer, entfalten so ihren besonderen Reiz auf den zweiten Blick, wenn man die technischen Hardfacts dazu kennt. Ja. Und bei der Uhr kommt noch dazu, das ist eine Fehlproduktion, die hätte gar nicht ausgeliefert werden sollen. Oh, okay. Weil Zeiger und Indizes haben zweifarbige Leuchtmasse. Normalerweise kommt die einfarbig. Okay. Ich habe dann das Angebot von der Lisa bekommen, die zu tauschen. Aber ich gedacht, warum soll ich eine Unikat tauschen? Cool. Das ist doch mega cool. Damit kriegst du mich dann wieder. Das macht Uhren dann für mich besonders und sammelwürdig, wenn da noch irgendwie so ein, und wenn es unbeabsichtigt ist, so eine Besonderheit dran ist. Ja. Nee, schöne Uhr. Auch nochmal gucken, ob man die von hinten so halbwegs einfangen kann. Schwierig immer mit den Stahlbändern. Passt aber gut. Geht, ja? Ja. Ja, offener Boden, auch immer schön. Ne, ist eine schöne Uhr. Mir wäre sie zu schlicht, aber das spricht nicht der Uhr ihre Kompetenz, sage ich mal, ab. Gut, ich habe auch von diesen schlichten nur 2 oder 3 in der Sammlung. Ja. Also, ich habe dann auch gerne, wenn ein kleines bisschen mehr los ist. Ja. Jetzt übrigens meine zweite Lieblingsuhr, ja, die ich direkt hinter die Zirkula stellen würde. Laco, wenn ich das richtig gesehen habe. Laco Frankfurt GMT, ja. Sehr, sehr cool. Ich habe selber gerade eine Laco Kiel 2 mit weißem Zifferblatt am Lederband bei mir im Review gehabt. Das war seit langer Zeit mal wieder in Kontakt mit der Marke, die ich überaus sympathisch finde, muss ich sagen.
und die Kiel 2, die sieht ja klasse aus. Mega Uhr, mega. Ein absoluter Top-Tipp für jeden, der sich die IWC nicht leisten kann oder will. Absolut. Und wer mehr Lume will, nimmt das schwarze Zifferblatt. Und wer ein helleres Blatt will, weil er irgendwie eine sommerliche Uhr sucht, der nimmt das helle Blatt. Das helle Blatt vom Angucken her schöner und ja. Das dunkle ist für nachts. Also eigentlich musst du dir beide holen. Und als dritte dann die hier mit schöner GMT-Funktion. Das Gehäuse macht was her. Ich finde... Das ist übrigens mega unempfindlich. Das ist nicht gehärtet. Okay. Und die Uhr ist jetzt auch schon oft getragen worden. Und du siehst ja, da siehst du da ist nichts dran. Ja, vor allem dieser, ich sag mal, matt-metallische Look macht halt auch echt einen schönen ganzheitlichen Look aus. Ja? Also da ist nichts unterbrochen in irgendeiner Form, dass es unharmonisch, schwieriges Wort wäre. Nee, ist eigentlich eine rundum schöne Uhr. Und die orangenen Highlights, cool gesetzt am GMT-Zeiger und über der 12. Nee, sehr, sehr schön. Kann ich gar nichts sagen. Und was ich echt klasse finde, du hast den GMT-Zeiger, ja, der jetzt gerade unten auf der 6 ist. Und du hast noch eine Innenlünette mit 24 Stunden. Und die Innenlünette verstellt sich in Halbstundenschritten. Okay. Oft hast du ja bei GMT-Anzeigen nur Stundenschritte. Richtig, ja. Aber es gibt ja Zeitzonen, die halbstündig ja sind. Und das kannst du mit der Uhr abbilden. Und das ist cool, wirklich echt selten, dass du eine GMT oder eine zweite Zeitzone, manche werden jetzt sagen, es ist keine echte GMT. Wie gesagt, hier kriegst du halt die halbe Stunde hin, was bei vielen anderen Uhren nicht geht. Nicht geht, genau. Wenn man da an die Explorer 2 oder so Geschichten denkt. Ja, und auch andere. Die kosten ist übrigens seit vielen Jahren preislich komplett stabil mit 1650 okay Euro Liste. Auch erwähnenswert, gerade in der heutigen Zeit, ja, wo die Preise schnell mal nach oben schießen. Ja, ja. Und der Vollständigkeit, die Archimede lag bei 1100 am Stahl. Stimmt, die hatten wir nicht. Okay, ja. Nee, also hier mein zweites Highlight der insgesamt ja schönen Kollektion. Ich muss es noch ein bisschen ordentlich machen hier. So. Ja. Nee, finde ich sehr, sehr cool. Eine coole Auswahl. Vor allem eine sehr diverse Auswahl. Du hast wirklich alles abgedeckt damit oder zumindest vieles, was Designaspekte, Uhrentypen angeht und Anlässe, zu denen man die Uhren tragen könnte. Ja, also das war auch meine Idee, eine möglichst große Vielfalt. Hier hättest du auch drei Einzeiger hinlegen können, aber es wäre langweilig gewesen. Da hast du recht, ja. Ja. Nee, finde ich super. Wie gesagt, mein Highlight, Zirkular, dicht gefolgt von Laco. Und kann ich jede Uhr mal empfehlen, einen näheren Blick zumindest drauf zu werfen, weil die haben alle was für sich. Ja. Eine meiner aktuellen Lieblingsuhren ist in der Tat die Mark & Sons in Schwarz-Gelb. Auch wenn es die Trikotfarben der falschen Borussia sind, liebe Dortmunder, seht es mir nach, aber die wahre Borussia kommt vom linken Niederrhein. Ich finde sie trotzdem richtig klasse. Ja, aber Axel, hier im Darmstädter Bereich ist es eh dünnes Eis, auf das du dich gerade bewegst. Ich habe ganz nicht bewusst, der Haarklau oder die Lilie ist. Gell? Immerhin habe ich hier ein blaues Ziffernblatt. Da hast du recht. Nee, sehr cool. Hat mir Spaß gemacht, mal einen Blick drauf zu werfen. Super. Echt gelungen. Danke dir. War sehr interessant, auch mal deine Sichtweise zu hören. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von den 5 Uhren haltet. Ob ihr Flo's Meinung teilt. Und falls noch nicht geschehen, abonniert Flo's Kanal. Das ist wirklich wert. Also ich habe es getan und nicht bereut. Und vor allen Dingen ist es auch komplett kostenlos. Das stimmt. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ja, nee, da kann ich nur recht geben. Ich gebe mir größte Mühe, euch da regelmäßig zu unterhalten. Und danke, dass ich bei dir im Video dabei sein durfte. Es war mir ein Fest. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch bei den nächsten Videos. Tschüss. Ciao.